Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Woche Way of the Hunter. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Willkommen. Ich bin wieder unterwegs auf Nez Perce Valley. Ich habe mir überlegt, dass ich alle 2 Wochen jetzt mal das Jagdgebiet ändern werde. Da wir aber erst 1 Woche hier waren, werden wir noch diese Woche die 3 oder 4 Folgen, wahrscheinlich eher 3 Folgen, werden wir hier noch ein bisschen unterwegs sein. Und ihr seht gerade, dass ich mit einer Waffe ohne Visier unterwegs bin. Das hängt damit zusammen, dass ich diese Mission machen will, die oben eingeblendet ist. Nämlich will ich ein Elch mit einem einzigen Schuss ohne Zielfernrohr erlegen. Ich weiß nicht, ob die Armbrust auch ginge. Theoretisch würde das ja auch zählen ohne Zielfernrohr. Wäre vielleicht auch einfacher, aber da müsste ich auch sehr nah an Elch halt rankommen. Oh! Seht euch das an, da ist schon der Erste. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal das Auto und fahren mal dahin. Die Sache ist, ich sollte vielleicht noch einen Locker ausrüsten, aber das kann ich ja auch im Auto machen. Damit wir die Elche vielleicht zu mir locken können. Das macht das Ganze eventuell ein bisschen einfacher, weil Pity-Locker, Rotwild-Locker brauchen wir hier nicht. Gibt keinen Rothirsch auf dieser Karte, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen, wo ist denn hier? Elch-Locker. Ja, genau den. Nehmen wir den mit und dann machen wir uns mal auf den Weg. Okay, wir haben die Elche erreicht. Ja. Aber was mache ich? Wir haben hier ein Jungtier, das will ich ungern schießen, obwohl es mir eigentlich egal wäre, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier auch ein erwachsenes Männchen mit einem Stern. Das sieht schon schöner aus. Das würde ich eigentlich ungern schießen, weil es gegebenenfalls noch bis zu einem 3-Sterne-Männchen auswachsen könnte. Aber ich denke, wir sollten schon den nehmen. Machen wir es uns einfach. Ich hole die Tröte raus. Wir tröten. Und wir schauen, wer kommt. Wir können natürlich auch ein Weibchen anlocken, aber... Nee. So genau müssen wir es dann auch nicht sehen. So. Auch wenn ich natürlich gerne mal einen 5-Sterne-Elch sehen würde. Dafür müsste ich natürlich ein paar klassifizierte Elche leben lassen, im besten Fall. So, aber die Tatsache, dass der Elch jetzt nicht hierher kommt... Moment. Ich habe aber auf Männchen gestellt, oder? Auf was habe ich ihn gestellt? Männchen in schlechter Verfassung, ja. Aber es kommt ein Weibchen, oder? Sehe ich das gerade falsch? Wisst ihr was? Ich glaube, wir probieren es einfach hier. Von den anderen kommt gerade eh keiner. Und letzten Endes ist es eigentlich auch egal. Nur, wie soll ich denn da zielen? Also... Ich habe keine Ahnung. Wir rufen jetzt Weibchen. Pass auf. Wir rufen Weibchen. Das wird sonst nichts. Wir machen den hier. Komm zu mir. Ja. Ganz genau. So wollen wir das sehen. Dann kann ich die anderen Elche in Ruhe lassen. Dann machen wir das schnell für die Mission. Und danach können wir das Loadout wieder wechseln. Okay, kommt jetzt natürlich beide zu mir, aber ich würde nur dich gerne mitnehmen. Das Jungtier lassen wir da mal raus. Ich würde gerne noch so ein Stück darüber. Damit ich ein bisschen besseren Winkel vielleicht habe. So. Okay, ich glaube, ich habe meinen Winkel nur verschlechtert damit, aber... Okay, ich muss nochmal tröten, würde ich sagen. Der Elch hat es sieht nicht ein, weiterzulaufen. So, und dann die Frage ist, wo muss ich halt hinzielen? Muss ich jetzt knapp über der Fassung da quasi, über der Halterung für das Visier, muss ich da knapp oben drüber zielen oder muss ich ein gutes Stück oben drüber zielen? Das ist gar nicht so einfach. Ich kann noch nur auf 100 Meter einstellen, ich kann nichts umstellen. Ich werde jetzt einfach mal so knapp drüber zielen. Wahrscheinlich. So ganz knapp. Aber wo ist denn der Elch? Er muss doch irgendwo hinter dem Gebüsch sein, oder? Da hinten sehe ich auch Bewegung. Komm raus, mein Freund. Oder meine Freundin. Wie auch immer. Hä? Muss ich nochmal tröten? Aber eigentlich... Na gut, tröten wir nochmal, ist wieder kurz vorm Ende.
Jetzt komm raus, mein Freund. Los. So viel Zeit habe ich dafür nicht eingeplant. Ah ja, guck mal hier. So, okay, und... Es ist halt genau dieses Teil im Weg, ne? Komm noch ein Stück näher. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Schießen, so würde ich ungefähr schießen, schätze ich. Noch ein Stück. Ja. Vielleicht den Kopf mal zur Seite oder so. Das erhöht meine Chancen, irgendwas anderes zu treffen vielleicht. Leg mal den Kopf zur Seite, mein Freund. Los, jetzt. Komm schon. Ja. Mit einem einzigen Schuss. Das heißt, jetzt nichts machen. Sieht gut aus. Hoffe ich. Gleich mal gucken, wie die Blutspur ist. Haben wir überhaupt getroffen, ist die Frage. Blutspur ist klein, wenn ich das richtig sehe. Nee, mittlere Menge Blut. Okay, wir haben die Hauptschlagader oder so getroffen. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte schon Schiss. Ich hatte schon echt Schiss, dass es nicht geklappt hat. Aber keine Sorge, wir sind Profis. Gut. Dann werde ich mal gucken, dass ich den Elch verfolgt bekomme. Da hinten rennt noch einer, ganz wild umher. Okay, das war das Jungtier aus der Erde. Gut, ich schau mal, dass ich die Spur verfolge. Okay, da hinten liegt unser Tier noch. Ist noch am Ausbluten. Würde deswegen jetzt erstmal nicht dazwischen grätschen. Aber hier steht perfekt noch dieser Elch und ich bin irgendwie gewillt, es nochmal zu probieren mit dieser Waffe. Einfach, weil es mich interessiert, ob ich treffen würde. Versteht ihr? Okay, der war viel zu hoch. Der ist deutlich über dem... Okay, der ist deutlich darüber angekommen. Gut, weiß ich jetzt theoretisch Bescheid, wo ich hinziehen müsste. Werden wir wahrscheinlich nie wieder brauchen, aber... Ich müsste wahrscheinlich... Ja... So, wenn ich jetzt so auf meinem Bildschirm gucke, so 1 Zentimeter über dem Visier quasi zielen. Also über dem Nicht-Visier. So, ist die Frage, ist jetzt mein Elch wieder aufgestanden und abgehauen dabei? Nee. Liegt noch? Lebt er noch? Okay, nee, ist tot, oder? Ja, den hat's erwischt. Gut, Veilchenenten brauche ich theoretisch auch, habe ich gesehen. Wir brauchen einfach das Fleisch von irgendwie ausgewachsenen Veilchenenten oder so. Ja gut, war ein Versuch wert. Mit der Monoblock brauche ich die gar nicht erst schießen, da bleibt vom Fleisch nicht viel übrig. Das zerfetzt wahrscheinlich die halbe Ente. So, kriege ich die Mission jetzt erfüllt? Zeig mal her. Okay, also wir haben schon sehr hoch wirklich getroffen. Sogar richtig schlecht haben wir geschossen. Wie konnten wir so weit rechts treffen, obwohl wir wenigstens... Also mittig zielen können wir ja. Nur nach oben und unten ist schwierig, aber... Ja, wir haben scheinbar irgendwie die Hauptschlagader hier erwischt. Wie auch immer, das stimmt von der Ansicht wieder irgendwie nicht so genau. Ich glaube, ich habe wieder ein bisschen tiefer geschossen, oder? Ich weiß auch nicht. Jedenfalls haben wir die Hauptschlagader irgendwie getroffen... Die Lungenflügel haben wir nicht erwischt. Wir haben eigentlich sonst gar nichts Wichtiges erwischt. Ich schätze, wir hatten ein bisschen Glück dabei, dass wir den trotzdem gekillt haben direkt. Ja. Verkaufen, Kimmel und Korn. Geschafft. Geschafft. Easy. Gut. Dann gehe ich jetzt zurück zum Auto und rüste mich neu aus. Und dann schauen wir mal, was wir dann als nächstes machen. Inzwischen. Sie fliegen nochmal vorbei. Dann muss ich sie nochmal versuchen abzuschießen. Zack. Oh mein Gott. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wusste ich. Können wir noch einen hinterherlegen? Ne, war ja zu erwarten. 40 Meter habe ich eingeschätzt. Eingestellt. Das war so random, dass ich getroffen habe. Schauen wir mal rein. Oh, aber genau durch. Beide Flügel durchstoßen. Ja, gut. Nehme ich an. Aber, warte mal. Ich habe doch eine Mission dafür. Habe ich die jetzt nicht... Warte mal, war das überhaupt ein Veilchenende? Hier, besorge 15 Kilogramm Veilchenentenfleisch. Und was war das jetzt gerade eben? Jagdtagebuch. Ganz unten wahrscheinlich. Das war eine scheiß Wildente. Ah, okay. Aber ich habe trotzdem getroffen. Ist egal. Nehme ich an. So, da drüben gibt es noch jemanden, den ich schießen könnte. Und zwar den erwachsenen Elch. Wir sehen eindeutig, dass der DNA-Wert zu niedrig ist. Das sehen wir an den am Geweih. Und deswegen würde ich sagen, muss der auch rausgenommen werden aus der Herde. Der andere ist noch ein Jungtier, sieht aber auch nicht nach sehr viel DNA-Wert aus, to be honest. Aber naja, wir kümmern uns erstmal um das erwachsene Tier. Ich weiß halt nicht, ob bei den Jungtieren das Geweih schon besser aussehen kann überhaupt.
Obwohl das jetzt schon breiter im Ansatz aussieht als bei ihm hier, muss ich sagen. Zumindest im Ansatz. Weil die werden ja dann richtig platt, teilweise auch die Geweihe. Dass du so eine richtig flache Fläche drauf hast. Zumindest bei den guten Tieren. Und nicht so einzelne Hörner hast quasi. So, was ist jetzt los hier? Ich habe ein bisschen Wind von der Seite. Muss ich beachten, aber bei der Waffe sollte das nicht so viel Unterschied machen. Wenn er stehen bleibt, hätte ich wirklich einen guten, ganz guten Winkel eigentlich gerade. Komm, bleib einfach stehen. Bleib nicht stehen. Gut, machen wir das einfach so. Ich denke, der hat ziemlich gut gesessen, to be fair. Und die Blutspur sah auch nicht verkehrt aus. Wir könnten... Ja, wir fahren einfach mal rüber und gucken uns das an. Das Tier liegt da schon. Es wäre also zu vermuten, dass ich einen Herzschuss getroffen habe. Das wäre ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, viel Blut würde ich annehmen. Ich sag ja, der Winkel war nicht schlecht. Ich habe sehr tief gezielt und schön unten vorne rein in den Bauch. Jawohl. Auch wenn das schon wieder höher aussieht, als ich eigentlich gezielt habe. Aber fürs Herz hat es gereicht. Ja, ich dachte, ich hätte noch ein kleines bisschen tiefer gezielt, so, aber ist okay. Ist vollkommen okay, genau wie ich wollte. 30% DNA-Wert. Leider gibt es nicht sehr viel Geld dafür, aber ich meine, Geld spielt für uns keine Rolle mehr. Der Spaß und die Sache sind eigentlich alles, was nur noch zählt. Alles, was zählt. Gut. Markierung weg. Das Blut wird hier trocknen und jetzt gucken wir mal weiter. Ich würde weiter nach Süden fahren, weil ich eigentlich keine Elche mehr schießen will, aber hier ist noch irgendwas. Ja, ich werde hier so ein bisschen am Wasser lang nach Süden fahren und da werden uns schon noch einige Tiere begegnen. So der Plan. So, ein paar Elche habe ich wieder gefunden. Nicht sehr spektakulär, ich weiß. Elche gibt es ja andauernd. Aber hier haben wir auch noch einen Einstern-Erwachsenen-Elch. Ich habe eben mal getrötet. Ich dachte, er wäre in meine Richtung gekommen, aber das hat scheinbar nur so gewirkt. Und ich dachte mir, die könnte ich doch eigentlich nochmal eben mitnehmen. Dich vielleicht nicht. So, wo waren das jetzt? Da. Da antwortet mir doch sogar wunderbar. Es scheinen noch einige Elche am Start zu sein. Man sieht irgendwie nicht, wo die überall sind, aber scheinbar wirklich ein paar mehrere. So, aber den mit dem einen Stern würde ich gerne rausnehmen. Vor allem würde ich auch gerne wissen, welchen DNA-Wert er hat. Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er weniger als 50% hat. Da steht er. Deswegen kommt er jetzt auch nicht. Ich würde aber gerne wissen, wie viel er hat. Weil er hat schon so ein glattes Geweih. Also, wie ich vorhin schon meinte, so ein Geweih, woran man erkennt, dass die Tiere einen höheren DNA-Wert haben. Der sitzt da jetzt einfach rum, oder was? Das ist dein Ernst? Ja, also, damit kann ich auch umgehen, wenn du mich jetzt so blöd anguckst. Was machst du denn jetzt? Ach, du sitzt gar nicht. Was ist denn jetzt? Waren die eben schon da, die ganzen Viecher? Das wäre lustig, wenn ich jetzt irgendwas davon getroffen hat. Okay, ja, gut. Die Fälschelenden habe ich gar nicht gesehen, lustigerweise, dass die direkt vor mir sitzen. Ich denke, der Schuss war trotzdem gut. Könnte vielleicht ein bisschen weit links gewesen sein, aber sollte noch gehen. Ich denke, hier war es ungefähr. Glaube ich. Hier oder hier? Eins von beiden. Okay, ich gehe nachschauen. Gut, der Schuss hat ausgereicht. Mittlere Menge Blut und Luftblasen. Wunderbar. So, hier seht ihr, was ich meine. Mit dem Geweih. Das ist einfach... Ne? Mehr Fläche hat und weniger einzelne Spitzen, sondern, ja, ihr versteht das schon, bestimmt. Ich kann es auch irgendwie nicht erklären. Gut, schauen wir mal. Also ich würde jetzt schätzen, ja, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, bei so einem Geweih hat der ungefähr einen DNA-Wert von 75%, sage ich jetzt. Das ist mein Guess, das ist meine Schätzung. Schuss war ganz gut, ja, war nicht zu weit links, ist okay. So, und er hat... 40% nur. Okay. Das erschreckt mich jetzt ein bisschen.
Ich hätte echt gedacht, dass man mit so einem Geweih deutlich mehr Prozente hat. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Interessant. Das muss ich mir mal anschauen bei Elchen, wovon das genau abhängig ist. Also natürlich vom Geweih auch, aber ich dachte, das würde man allein hier dran erkennen. Ich dachte, so ein plattes Geweih heißt mehr als 50%, quasi so ein Geweih, was nur aus einzelnen Hörnern oder Segmenten so besteht. Das hätte, dachte ich, dann unter 50%. Aber gut, 40% nur. Gut zu wissen, deswegen haben wir den auch geschossen, damit wir da mal ja, mehr Info drüber erhalten. Ja, ist gut, da weiß ich jetzt Bescheid. So viele Elche werde ich wahrscheinlich nicht schießen, aber ich weiß Bescheid. Gut, zurück zum Auto, weiter Richtung Süden. So, unsere Elchstudie geht weiter. Wir haben hier wieder einen Elch. Auch ein Stern, erwachsen. Aber dieses Mal ist das Geweih noch heftiger und noch intensiver. Ich würde es am liebsten gar nicht erst schießen, aber für die Elchstudie hier, die wir hier führen, werde ich das mal machen. Und einfach mal gucken, weil ich glaube, der könnte wirklich einen DNA-Wert bis zu 80% oder so haben. Vielleicht sogar noch mehr. Also das Geweih ist schon ziemlich geil dafür, dass es nur ein Einstern erwachsenes Tier ist. Wir müssten halt, also irgendwie scheint es nicht auf meine Rufe zu reagieren. Das raff ich halt nicht. Vielleicht, weil ich oben auf dem Auto stehe und ich nicht erreichbar bin. Ich meine, es könnte sein für die Zielführung. Beziehungsweise für die Wegfindung der Elche könnte es schon sein, dass sie dann nicht zu mir kommen, wenn sie keinen Weg finden. So, aber er reagiert ja gar nicht mehr. Das verstehe ich halt nicht. Hat er vielleicht doch unter 50% DNA-Wert? Aber das wäre echt seltsam bei so einem Geweih. Wie macht man das jetzt? Elch interessiert sich für mich nicht. Ich könnte es natürlich auch nochmal probieren mit geringem DNA-Wert. Dass ich die anlocke, aber das würde keinen Sinn machen für mich, finde ich. Vor allem hat er mir ja vorhin sogar noch geantwortet, der doofe Elch, auf meinen Ruf. So, jetzt kannst du dich mal auf den Weg hierher machen, mein Freund. Aber ist er trotzdem nicht, oder? Er ist nicht auf dem Weg hierher. Schön tief rein. Ich hoffe, das könnte ein Herzschuss gewesen sein. Weiß ich nicht. Wie sieht's denn aus? Ja, er läuft ein bisschen gebückt. Könnte schon sein, dass ich irgendwas getroffen habe. Wir gehen nachschauen. Ja, was soll ich sagen? Wir haben eine ganz große Menge Blut. Er ist direkt hier hinter dem Stein gestorben. Spricht alles für den Herzschuss, würde ich sagen. Und das freut mich schon wieder ein bisschen. So, aber guckt euch das Geweih an. Also, das im Vergleich zu dem letzten ist das jetzt wirklich eine gewaltige Fläche, so. Ja, auf beiden Seiten. Gut, die andere Seite sieht man jetzt nicht. Aber komm schon. Ich hätte jetzt gesagt 80% DNA-Wert, aber ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund kam er auch auf meinen Lockruf nicht mehr. Er hat nicht mehr reagiert. Ja, Herzschuss. Wunderbar. Schön rein. Schön mittig. Gefällt mir. Das war ein schöner Schuss. Gut, aber gehen wir gleich zum wichtigen Teil. 60%, 63%. Okay. Okay. Wie sieht dann ein erwachsenes Männchen mit 80% DNA-Wert aus? Ich meine, das ist schon heftig. Wie krass kann das noch werden? Also, auf meiner To-Do-Liste steht wirklich ein 5-Sterne-Elch noch irgendwann zu catchen. Beziehungsweise zu schießen. Wer ist denn da oben? Das sind wahrscheinlich die anderen Elche, die sind wahrscheinlich dahin geflüchtet. Also, das steht auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste. Nur, ja, wie soll ich das erstmal in die Wege leiten, ne? Könnte natürlich mit den DNA-Werten versuchen, da mal ein bisschen die Elche hochzuzüchten, aber das weiß nicht. Das funktioniert relativ bescheiden, muss man sagen. Ich meine, bei den Elchen, die sind halt auch nicht in so großen Gruppen unterwegs. Das ist, weiß nicht, finde ich schwierig. Naja, wir gucken erstmal weiter. Oh mein Gott. Ich habe gerade ein, naja, eine Art Déjà-vu, beziehungsweise ich habe den Elch, den 3-Sterne-Elch, ausgewachsen, wiedergefunden. Den ich vor ein paar Folgen verfolgt habe und wo ich erzählt habe, dass ich den dann immerzu verloren habe und dann einmal ein freies Schussfeld hatte und dann habe ich den Schuss verkackt. Und dann war ich so wütend und habe die Suche nach ihm aufgegeben. Es könnte sein, dass er das ist. Ich hätte gedacht, er wäre inzwischen schon gestorben, einfach an Altersschwäche. Aber er scheint noch zu leben und er ist in der Nähe von da, wo ich ihn das erste Mal getroffen habe. Hier ungefähr waren die Wölfe. Hier war das. Das ist diese Brücke, wo ich auf der anderen Seite war. Und da drüben haben wir einen Weißwedelhirsch oder so geschossen. Und hier waren die Wölfe.
Genau. Und da hinten war dann auch letztes Mal der Elch. Ein Stück weiter nördlich eigentlich, aber hey. Und hier ist er. Und wenn ich jetzt eine gute Gelegenheit kriege, werde ich ihn natürlich mitnehmen. Denn der wird auf jeden Fall nicht mehr lange leben, wahrscheinlich. Der ist alt. Aber jetzt macht das mir ein bisschen schwierig, indem er dahinter läuft. Gefällt mir nicht. Aber wir legen uns einfach mal ein bisschen auf die Lauer. Indem ich auf jeden Fall mitnehme. Und allein schon, um zu sehen, ob das wirklich derselbe Elch ist, ja. Das werden wir ja daran erkennen, dass schon ein Schuss in ihm steckt oder halt auch nicht. So, aber jetzt machen sie es mir gerade schwer. Ich mache mir es aber auch selber schwer. Ich könnte nämlich einfach den Elch zu mir rufen. Frage ist, ob der nicht zu weit weg ist, vielleicht schon dafür. Nee. Ja. Das gefällt mir. Er hat die Richtung geändert. Er kommt wieder zurück. Frage ist, kommt er auch zu mir? Weil wenn er zu mir kommt, kann ich mir ruhig noch ein bisschen Zeit lassen, bis er zwischen den Bäumen durch ist. Okay, jetzt kommt vielleicht gleich eine gute Gelegenheit. Ich will halt auch nicht zu lange warten. So, einmal den Kopf bitte zur Seite legen. Dann können wir das hier schon angehen. Wunderbar. Danke für Ihre Kooperation. Bitte, ja. Reisen Sie bald wieder mit uns. Okay. Ich hole mein Auto und fahre dann zu der Stelle. Ich habe es mir markiert, oder? Ja. Und dann holen wir unsere Beute ab. Also, ich bin guter Dinge, dass er jetzt, sein letztes Stündchen geschlagen hat. Hoffen wir es. Okay, ich bin gerade ausgestiegen und das ist das Bild, was sich mir bietet. Ich schätze mal, wir haben einen guten Treffer gelandet. Ja, viel Blut. Und 2 Meter weiter liegt das hier auch schon. Also heute sind wir on point, würde ich sagen. Ja, die Trefferquote ist gut. So, wer läuft denn da? Sind das noch weitere Elche? Also ich meine, wer nahe liegen wahrscheinlich, aber. Na gut, dafür interessiert mich jetzt mal nicht. Wir haben hier was viel Interessanteres liegen. Ja, er ist es. Er ist es. Hier könnt ihr meinen ersten Schuss sehen, der war echt nicht gut. Aber ich bin der Meinung, es hätte reichen sollen, ja? Also ich bin der Meinung, es hätte trotzdem noch reichen sollen. Guckt euch das an. Ich meine, ich habe ja auch hier oben die Hauptschlagader fast erwischt. Und ich habe durch beide Lungenflügel eigentlich geschossen. Also gut, den rechten habe ich nur angekratzt. Aber es fehlt quasi so 1 Zentimeter vom linken Lungenflügel. Naja, 1 Millimeter auf der Leiste hier. Und das ist frustrierend. Ich meine, guckt euch das an. Der hat mich so heftig frustriert. Damals. Ich dachte eigentlich, ich hätte weiter links getroffen, aber scheinbar da oben. Ich war so frustriert und das, obwohl er fast gestorben wäre an dem Schuss. Fast. Na, ihr seht auch, wir haben die Remington benutzt dafür. Im Nachhinein ist mir dann auch aufgefallen, dass das ja auch der Fehler war, weshalb wir den Elch nicht erlegen konnten. Selbes Spiel mit dem Wapiti, was wir hier hatten. Aber das wusste ich ja damals nicht. Ich dachte ja die ganze Zeit, ich habe die Steyr Monoblock noch auf Tasche, aber tja. Und hier stimmt irgendwie alles nicht. Aber ist ja auch egal, ihr seht, was ich getroffen habe, nämlich das Herz, die Hauptschlagadern und der Lungenflügel ist jetzt auch komplett. Wir haben quasi, stellt euch das einfach 10 cm weiter oben vor, haben wir einfach hier durchgeschossen. Zack. Gut. Schönes Tier. Ich glaube, ich nehme den mit, weil das Geld brauche ich nicht unbedingt und warum nicht? 70% hat er übrigens gehabt. 70% DNA-Wert, 3 Sterne in ausgewachsener Form. Weiß nicht, ob wir bisher schon mal einen höheren Elch hatten. Möglicherweise so bis 80% vielleicht, aber mehr auch nicht. So, was fliegt denn hier? Okay, ist egal. Gut, ich hoffe, wir kriegen vielleicht nochmal ein anderes Tier außer Elche. Ich fahre noch weiter nach Süden. Ich bin inzwischen schon echt weit unten. Hier endet eigentlich so das Gebiet der Elche, aber so gerade am Rand haben wir dann unseren Freund noch gefunden. Das freut mich. Okay, weiter geht's. Gut, ich habe noch eine Herde Tiere gefunden. Damit haben wir auch unser letztes Tier für heute gefunden. Und zwar ein Maultierhirsch. Nur 2 Sterne dieses Mal, aber hey. Kann man durchaus machen. Kann man durchaus machen. Ich hatte auch noch eine Herde Weißwildhirsche zwischendrin gefunden, aber die hatten nur ein Männchen. Das war erwachsen und hatte 2 Sterne. Wollte ich aber echt nicht schießen, weil wenn es ausgewachsen ist, könnte das 3 bis 5 Sterne dann haben. Potenziell, also das
wollte ich nicht riskieren. Ja, wir wissen natürlich nicht, ob wir das je wiedersehen werden, dieses Tier. Deswegen hätte ich es vielleicht auch schießen können, aber vielleicht treffen wir irgendwann einen 4-Sterne-Weißwedelhirsch und es ist dann er und wir freuen uns, dass wir nicht geschossen haben. Also, never know. Gut. Das eine Tier steht mir ein bisschen im Weg, muss ich sagen. Das hackt ein bisschen. Hey, ohne Scheiß, es steht genau im Weg. So, es hat's jetzt gehört. Jetzt ist der Weg frei. Schon recht niedrig. Tier läuft gebückt. Könnte ein Herzschuss gewesen sein. Und das war's. Könnte wirklich ein Herzschuss gewesen sein. Ist wirklich schnell, ist sehr schnell down gegangen. Mein Auto steht da hinten. Ich laufe da jetzt einfach mal zu Fuß hin. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns unser letztes Tier an und dann war's das auch für heute. Ja. So, da bin ich mal gespannt. Also, es muss kein Herzschuss gewesen sein. Ich kann auch einfach einen Plattschuss oder so, also Durchschuss gemacht haben. Durch beide Lungenflügel. Nee, wir haben das Herz getroffen. Schön. Ja, ich habe extra schön tief gezielt. Hätte sogar noch ein Stück weiter rechts gekonnt. Ich dachte schon fast, ich hätte eher nach links gemusst, aber so war gut. So war wirklich gut. Haben wir mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Schön Herz geschossen. Gefällt mir. Gefällt mir. Okay. Interessant, dass er dann im Herz stecken geblieben ist und nicht mehr bis zum rechten Lungenflügel überhaupt durchgedrungen ist, aber ja, was auch immer. Gut, alles klar, Leute. Dann packen wir den ein, nehmen den mit. 58% DNA-Wert, okay. Packen wir ein, nehmen wir mit und dann würde ich sagen, Markierung löschen. War's das wieder für heute. Schönen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann in 2 Tagen bei der nächsten Folge. Bis dahin, lasst krachen und ciao, ciao.